Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons, genau, so hieß das. Wir werden heute alles Mögliche abreißen und neu bauen und was weiß ich. Mal gucken, wie viel wir heute schaffen. Wir haben heute nichts Spezielles bekommen. Wir sind immer noch in den Vorbereitungen für Halloween. Heißt Oktober, heißt wir werden wieder in Nooks Laden gehen etc. Die Bonbons abholen, bla bla bla. Ich habe Neuigkeiten zu den Kürbissen tatsächlich. Denn ich habe ja in der letzten Folge, wusste ich noch nicht so ganz genau, wie die funktionieren. Aber jetzt weiß ich es, Leute. Und zwar sind die Kürbisse so drauf, dass wenn man die gießt, die haben vier einzelne Gießstufen, sag ich mal. Oder vier einzelne Stufen. Bei der 0. Stufe sind die halt noch gar nicht. Die hier müssten jetzt alle in der Stufe 1 sein. Und ja, die haben 4 Stufen. Bei der 4. Stufe kann man sie ernten. Und wenn man sie mindestens 2-mal gießt, innerhalb von diesen 3 Tagen, wo die größer werden, können da bis zu 3 Kürbisse rauskommen tatsächlich. Also aus einem Kürbiskern können 3 werden. Und nicht so wie ich vermutet habe, die Samen bestimmen nicht die Farbe von den Dingern, sondern das ist anscheinend einfach zufällig. Also Samen können alle Farben haben. Alle 4 oder 5 Farben, die es da so gibt. Nur so weit dazu. So, wir holen uns auf jeden Fall unser Bonbon heute ab und natürlich auch unser Halloween-Item, das es heute bei den Nooks gibt. How teuer ist das Kürbis? Please tell me. Wird ja aber teurer. 5600, das ist ja ganz schön teuer, aber nehme ich natürlich mit. Ich muss auch so langsam auf meine Sternis achten. Ich habe nicht mehr so viele, muss ich sagen. Und den Bonbon nehmen wir auch noch mit für heute. Heißt aber auch, dass wenn Gerd da ist, dass man dann da auf jeden Fall die ganzen Samen für die Kürbisse kaufen kann, weil die da halt halb so teuer sind wie hier. Das ist auch super. So, Nooks abgehandelt für heute. Tschüss, ihr komischen Nooks. Dann noch eine Sache, die ich rausgefunden habe. Und zwar können in den Ballons tatsächlich auch DIYs drin sein. Ich habe heute einen Kürbisstuhl aus einem Ballon, der am Himmel flog, einfach bekommen. Richtig cool. Also das lohnt auch. Was ich jetzt immer noch nicht weiß, ob eine Flaschenpost tatsächlich auch ein DIY haben kann. Das können wir aber auch gleich mal nachgucken. Ich weiß nämlich auch, wo die schon ist. Die ist hier oben rechts. Ich bin bei der Insel schon einmal abgelaufen, weil ich ja ich wollte Unkraut wegmachen und da habe ich sie dann gesehen. Gucken wir jetzt gemeinsam nach, ob da vielleicht auch eins drin sein könnte. Nö, eine orange Wanduhr. Also ich glaube schon, dass da eine drin sein kann, weil in den Ballons halt auch welche drin waren. Aber bisher hatte ich da noch kein Glück. Hey, hast du mal eine 10. Sekunde, Champion? Ich finde, mein Ovo klingt langsam etwas abgedroschen. Du willst nicht mehr Ovo sagen? Geht klar, Junge, geht klar. Wie wär's dann mit Uwu? Aber das ist ja fast genauso wie Ovo, aber Uwu, ja, das klingt echt toll. Dann ist er auch wieder glücklich, das freut mich sehr. Und jetzt machen wir uns an die Arbeit. Da ja jetzt bald Halloween ist, wollte ich eigentlich heute einen Friedhof bauen. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Ort auserkoren, nämlich hier oben links, da wo jetzt momentan noch der Campingplatz ist. Der Campingplatz müsste dann halt abgerissen werden. Die Sache ist halt, die ich mir überlegt habe, wir haben hier hinten ja dieses Miniatur-Wunderland und das funktioniert nur, wenn man auf der 3. Ebene ist, also auf der wir jetzt gerade sind. Dementsprechend müsste dann der Friedhof auch auf der 3. Ebene sein, damit dieses Miniaturwunderland da hinten trotzdem noch funktioniert. Die andere Sache ist, ich weiß dann trotzdem nicht, wo ich den Campingplatz hinhaben will. Ich habe ehrlich gesagt keinen richtigen Platz dafür. Ich habe überlegt, ob der vielleicht in die Baumplantage reingehen könnte. Aber finde ich dann auch wieder ein bisschen lame. Am liebsten hätte ich es halt so, dass jeder Bewohner vielleicht auch eine Aufgabe hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich bin nur zufrieden mit 2 Bewohnern, die ich habe. Das sind einmal Katharina, die hat halt ihr Blumenfeld links neben meinem Haus. Und dann bin ich noch zufrieden mit Aki, weil die hat ihren komischen Schrein auf der rechten Seite. Also hier, Katharina hat ihr Blumenfeld und Aki hat da hinten den Schrein. Die alle anderen finde ich doof. Alle anderen Bewohnerplatzierungen finde ich einfach doof. Und wie viele Bewohner hat man? 10 oder was? Das heißt, 8 Bewohner. Für 8 Bewohner muss ich noch einen Job finden, den die irgendwie ausführen können. Wie gesagt, einer könnte zum Beispiel hier den Friedhof bewachen. Das fände ich eigentlich ganz cool, so von der Idee her. Und ein anderer könnte eventuell die Baumplantage übernehmen. Und apropos Baumplantage, die werden wir dann auch ein bisschen abreißen, weil die Baumplantage ist mir auch viel zu groß. Ich habe die ja schon mal gekürzt von 10 Bäumen auf 5 Bäume pro Frucht, aber ich glaube, das ist mir auch noch zu viel einfach. Und aus diesem Grund werde ich nochmal 2 Bäume pro Frucht abfällen müssen. Ja, ich weiß, die armen Bäume und wir müssen eigentlich ökologisch denken, unsere Welt geht unter, weil wir alle Bäume abhacken und zu viel CO2 entsteht. Und wir dann irgendwann sterben, weil wir keinen Sauerstoff mehr haben.
Und jetzt ist auch noch meine Axt kaputt. Ja, ganz toll. Die Natur will mir sagen, ich soll das nicht tun. Aber was die Natur vergessen hat, ist, dass wir heute ein Date haben. Und das heißt, heute wird rasiert, Natur. Heute wird rasiert. Und zwar du. Dann kriegen wir sogar ein paar Sternis wieder rein, weil wir die Früchte verkaufen können. Ja, geil. Können wir hier auch mal den ganzen Bullshit wegnehmen. Hat man ja davor gar nicht gesehen durch die ganzen Baumkronen. So, na bitte, gleich viel hübscher ohne diese komische Natur. Weniger ist manchmal mehr. Ach so, aber ich muss ja eigentlich alles dann hier... Nee, was? Was mache ich denn hier gerade eigentlich? Ich wollte doch eigentlich einen Friedhof bauen. Jetzt habe ich mich hier wieder ablenken lassen von dieser komischen Baumplantage. Das bringt mir eigentlich gar nichts, außer dass ich hier dann ein bisschen mehr Platz habe, merke ich gerade. Nun, egal. Später wird mir das bestimmt doch helfen. Bei dieser Baumplantage will ich halt eigentlich auch noch einen Bewohner dann irgendwie hinpacken. Na gut, so, erstmal aufgeräumt. Das ist doch schon mal schön. Eine Sache erledigt. Diese ganzen Blumen hier müssen halt theoretisch auch noch weg. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch noch mal ganz kurz. Alle Blümchen weg. Die nerven nämlich sehr doll. Alle weggeschmissen. Die Löcher gehen ja zum Glück automatisch zu am nächsten Tag. Dann haben wir hier zumindest mehr Platz. Um diese rechten Blumen muss ich mich dann auch immer irgendwann kümmern. Aber darum soll es ja eigentlich heute gar nicht gehen. Ich lasse mich hier wieder viel zu Hand ablenken von allem möglichen Kram. So, wir machen uns jetzt an den Friedhof ran. Der ist ja eigentlich auch nicht so schwer zu machen. Wir müssen hier erstmal die ganzen Zäune abreißen. Dann geht's gleich weiter. By the way, Leute, ich bin gerade so mega im Beyblade-Fieber, ja? Ich gucke Beyblade Burst und Beyblade Burst Turbo, weil es das bei Netflix gibt. Und ich habe ja die alten Beyblade-Teile richtig geliebt damals. Auf RTL 2. Auch das waren Zeiten, Leute. Genau, ich habe mir jetzt so eine Beyblade-Arena auch schenken lassen, tatsächlich. Die gab es einfach bei eBay Kleinanzeigen. War sehr nett. Hat auch ein Kinder-Schokoladenriegel von mir dafür bekommen. Und ich habe jetzt auch ein Beyblade gekauft. Ich hatte noch so einen kleinen Beyblade aus Japan. So einen richtig billigen, scheiß kleinen Beyblade. Und wenn man den in die Arena packt, dann stoppt er auch relativ schnell. Aber jetzt habe ich mir auch einen richtigen gekauft und freue mich des Lebens, dass ich das habe. Und ein Freund, das finde ich auch richtig cool, hat sich jetzt einfach auch ein Beyblade gekauft. Das heißt, ich werde bald richtig coole Beyblade-Action hier haben. Und dann kam aber im Discord die Diskussion auf, dass ich nicht zu alt dafür wäre. Aber, Leute, da frage ich euch jetzt, wie findet ihr das? Also ich habe halt mega die Kindheitserinnerung an Beyblade, weil das ja meine Kindheit war, dass ich die erst bei RTL 2 geguckt habe und so. Und ist ja cool, auch Yu-Gi-Oh! und Dragon Ball Z und sowas. Und ich hatte als Kind leider nie so richtig ein Beyblade und jetzt hole ich das quasi nach. Wie seht ihr das, Leute? Kann man zu alt für sowas werden? Ich finde ja, man muss das Kindliche in sich innehalten. Oder nicht? Klar, das ist ein Haufen Plastik, der sich dreht. Und diese Arena ist auch einfach viel zu groß, etc. Aber irgendwie macht das auch Spaß. Sogar ohne Gegner. Also mir macht es Spaß, auch alleine den Beyblade in der Arena umherkreisen zu sehen. Und meiner Katze, Leute, meiner Katze gefällt das auch. Also selbst wenn ich das nicht aktiv nutze, geht meine Katze an diesen Mini-Beyblade ran, weil die mal gesehen hat, wie er sich dreht. Und dann findet sie es komisch, wenn er sich nicht mehr dreht und einfach in der Arena rumgammelt. Und dann geht sie da wirklich mit ihrer Pfote ran. Und möchte, dass er sich weiter bewegt. Das ist schon echt süß. Also als Katzenspielzeug langt es allemal. Wenn ich damit dann schon keine Duelle mache und zum größten Beyblade-Idioten der Welt werde. Aber es gibt sogar so Beyblade-Turniere, nicht wahr? Aber ja, wie findet ihr das bei solchen Sachen? Kann man dafür zu alt sein, wenn das so Kindheitserinnerungen sind? Oder sollte man das Kindliche in sich bewahren und Spaß haben, womit man Spaß haben will? Zu der Fraktion gehöre ich. So, na gut, da bin ich mal auf eure Antworten gespannt. Das hier wird jetzt auf jeden Fall unser Plateau für den Friedhof. So, und da habe ich mir jetzt überlegt, ich habe auch schon ein paar Zäune hier mitgenommen. War das der Willenzaun? Ja, der Willenzaun. Den werden wir jetzt einmal drumherum hier platzieren. Jetzt ist es ein bisschen blöd, dass hier so eine Kante ist. Dass sie so halbkantig ist. Das finde ich ein bisschen hässlich, muss ich sagen. Ich glaube, wir werden diese Kante begradigen müssen. Indem wir hier einfach die ganze Ecke wegnehmen. Dann ist das sehr, sehr spitz, ne? Ist spitz gut? Also Hundspitz finde ich gut. Spitz sein ist ein bisschen belastend und erdrückend vielleicht. Und dann ist das doch in Ordnung. Jetzt sieht das hier natürlich alles sehr synthetisch aus. Aber ich glaube, das ist in Ordnung und viel besser als vorher. Und jetzt platzieren wir hier einmal drumrum quasi diesen Willenzaun, weil das ist ja der prädestinierte Zaun für einen Friedhof. Es ist natürlich ein bisschen belastend, dass da noch der Campingplatz ist. Dann können wir den Zaun quasi erst morgen beenden, aber soll erstmal uns keinen Abbruch tun. Ich habe mir dann vorgestellt, dass hier, wo ich jetzt stehe, irgendein Bewohner reinkommt und der wird dann den Friedhof halt bewachen.
Wird dann der, ja, wie nennt man das, Friedhofwächter sein? Der Totengräber sein? Oder so? Und dann hat der nämlich auch eine Aufgabe. Das verziehen wir natürlich alles noch mit den ganzen Halloween-Gedöns, mit den ganzen Dekorationen, die wir mit der Zeit noch bekommen. Finde ich eigentlich ganz gut, dass wir dann jetzt hier am Anfang den Friedhof so ein bisschen ausbauen und je weiter wir voranschreiten im Oktober, umso hübscher wird dann auch unser Friedhof hier, weil wir ihn immer mehr ausschmücken können mit dem Oktoberkram. So, dann packen wir einfach noch eine Hecke davor und dann sieht das doch fürs Erste gar nicht so schlecht aus, obwohl da fehlt vielleicht noch ein Untergrund, nicht wahr? Welcher Untergrund passt denn gut zu einer Hecke? So ein dunkler? Ich glaube schon. Ja, wir nehmen den dunklen Untergrund. Und da fällt mir gerade ein, Leute, weil man hier so viel bauen muss und ich sonst immer so viel wegschneiden muss, weil ich nicht weiß, was ich erzählen will. Habt ihr eventuell Fragen an mich? Egal was für Fragen, ob wir zum Spiel, was ich vorhabe oder was in meinem Leben so abgeht, was weiß ich, was man so für Fragen haben könnte. Habt ihr da Fragen an mich? Ich hatte ganz zu Anfang meiner YouTube-Zeit irgendwann mal so Fragen-Antwort-Videos gemacht in Minecraft, weil das damals in war und ich das witzig fand, das auch zu machen. Und die kamen ganz gut an. Und auf sowas hätte ich tatsächlich mal wieder Lust. Und es wird sich ja eigentlich anbieten bei so einem Spiel wie Animal Crossing, wo man die ganze Zeit nur am Bauen ist, ein paar Fragen zu beantworten. Heißt, meine Bitte an euch, Leute, wenn ihr Fragen an mich habt, egal welche, wie gesagt, dann schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Und ich werde dann gucken, ob ich da eventuell welche rauspicke und dann, während ich hier am Bauen bin, beantworten kann. Also klar, ich könnte euch jeden Tag erzählen, was ich so Tolles bei Netflix geguckt habe, so wie heute Beyblade. Aber ob das auf Dauer so spannend ist, ich weiß ja nicht. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare und dann werde ich versuchen, die zu beantworten. Aber fürs Erste werden wir hier dann eine Kürbislaterne hinplatzieren. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Okay, einfach eine Kürbislaterne halt. Okay, aber auf dem Boden. Ich dachte, die wäre vielleicht ein bisschen höher. Na gut, ist aber in Ordnung. Und hier auf der rechten Seite werden dann die ganzen Grabsteine hinkommen. Nein, das muss alles ein weiter nach unten. Oh, dammit. Da kommen immer so viele Aufgaben dazu, weil man ein Teil falsch gemacht hat. Ich muss jetzt hier den ganzen Boden wieder wegmachen. Dann muss ich ihn gleich wieder ein weiter unten hin platzieren. Dann muss ich eine ganze Plateaureihe unten wieder dazu machen. Und dafür werde ich auch wieder einen Baum abfällen müssen und so weiter und so fort. Das ist irgendwie alles sehr, sehr komisch. Hier, guck, Leute. Ich werde jetzt, wenn ich hier ein Plateau hin platzieren will, ist zumindest ein Baum im Weg, nämlich, ja, hier sind sogar zwei Bäume im Weg. Heißt, die müssen auch wieder weg. Und so kommt immer eins zum anderen. Und dann nehme ich hier wieder eine Stunde auf und habe am Ende ein 15-Minuten-Video. Das ist voll bescheuert. Ja, na gut, aber für euch, Leute, für euch mache ich das gerne. Und für meine Insel und Halloween und für meine Bewohner vor allem. Oh, Leute, hättet ihr auch Lust, dass ich mal mehr mit den Leuten rede, die ich hier auf meiner Insel habe? Weil irgendwie vernachlässige ich das voll. Ich rede relativ selten mit denen. Zumindest in der Aufnahme. Wenn ich normal spiele, dann rede ich ab und zu mal an, aber in der Aufnahme relativ selten. Müsst ihr mir mal sagen, ob ihr wollt, dass ich die anspreche. Muss man sich dann auch nochmal überlegen, wie der Eingang tatsächlich aussehen soll. Ob mir das jetzt langt, dass hier einfach da eine Treppe ist beim Eingang oder ob man da noch irgendwas Spezielleres macht. Dass da irgendwie erstmal so ein Gang hingehen muss oder sowas. Oder dass es hier ein bisschen versteckter ist, dass man hier ein bisschen Wald dazwischen packt. Wird man halt alles noch machen. Sind jetzt erstmal nur die Grundzüge. Grundzüge. Habe ich heute wie ein Clown gefressen. Mann, oh Mann. Krass. Und wir sind natürlich ein Multikulti-Friedhof. Deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung, dass wir zwei verschiedene Grabsteinsorten hier haben. So, ich würde sagen, in die Ecke kommt so ein Japan-Grabstein. Weil, warum nicht? Voll krass. Oh, man merkt sogar richtig, wie voluminös die sind. Hört mal hin. So richtig schwer einfach. Das gefällt mir sehr gut. Eventuell muss da unter dann auch noch was, aber ich lasse das jetzt erstmal so. Jetzt ist die Frage, immer abwechselnd die Grabsteine oder eine Seite voll mit Japan-Grabstein und die andere Seite voll mit diesen europäischen Grabsteinen. Huch, wieso sieht das so golden aus? Das ist der bemooste, ne? Ja. Heftig. So, fürs Erste. Werden wir noch alles umändern, auch hier kommt natürlich noch ein Weg hin. Eventuell werden wir bei diesen japanischen auch noch ein paar Blumen davor pflanzen oder so. Und je nachdem, wie jetzt halt das Halloween-Event so passiert und was wir für Items bekommen, werden wir hier dann auch diese ganzen Halloween-Kram-Sachen hin platzieren. Was ihr auch nochmal in die Kommentare schreiben könnt, wer soll hier hinziehen von meinen Bewohnern? Habt ihr da eine Idee? Also ich plädiere ganz stark für Lupo, weil der hat schon diese Augen, als wenn er Sachen gesehen hätte, die kein anderer sehen wollen würde. Der käme für mich, und er ist halt ein Wolf. Dunkler Wolf. Der käme für mich irgendwie in Frage für diesen Friedhof. Aber ich
der gerne für Tipps offen. Guck mal, da unten ist er sogar. Der ist gerade hier in Friedhof Nähe. Kenn dich doch, Lupo. Und dann wird der halt hier oben links einziehen. Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, wäre es das mit dem Friedhof von heute gewesen. Wir gucken noch einmal ganz kurz in die Schneiderei rein, die aber heute tatsächlich gar nichts Halloween-mäßiges haben. Was soll das denn? Also es ist wirklich gar nichts. Was ist denn ein Martern-Puschi? Ah, ja. Tja, das ist ja irgendwie ein bisschen sad. Ich dachte, da wäre jetzt jeden Tag irgendwas Halloween-mäßiges drin, aber anscheinend nicht. Dann müssen wir morgen nochmal gucken. Das ist schade. Gut, dann würde ich aber sagen, was ist mit der Folge heute? Und ja, schreibt Fragen in die Kommentare und dann werde ich die vielleicht beantworten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch gefallen hat, lasst ein Like da und tschüss.